Mittlerweile ist es 2 Jahre her, dass wir in den Genuss der ersten Staffel von Amazons Invincible-Adaption kamen. Als eine der meistgefeierten Serien des Jahres 2021 brachte uns dieses blutige Superheldenspektakel eine hochwertig produzierte Cartoonserie für ein erwachsenes Publikum. Nachdem es eine ganze Zeit lang still um Mark Grayson geworden ist, gab es diesen Monat einen Lichtblick, oder sollte ich besser sagen, 2 Lichtblicke. Zum einen bekamen wir am 21. Juli mit dem Special zu Atom Eve eine hervorragende Origin-Story rund um die mächtigste Heldin aus dem Invincible-Universum. Und dieses Special ist fantastisch. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Zudem spendierte uns Amazon nun endlich den ersten Trailer zur 2. Staffel. So konnte man bereits sehen, in welche Richtung die 2. Staffel gehen wird. Es wird wieder herrlich abgedreht, wenn es Mark mit Angstrom Levy zu tun bekommt. Einem Bösewicht, der dazu in der Lage ist, durch unterschiedliche Dimensionen zu reisen. Der berühmte Comicbuchautor Robert Kirkman, den meisten wahrscheinlich bekannt als der Autor der The Walking Dead Comics und eben Invincible, erzählte in einem Interview, dass sie vorhaben, neue Dinge zu erzählen, die etwas vom Comic abweichen werden. Schon in der ersten Staffel wich Invincible in einigen Situationen vom Comic ab und schaffte es damit, sich seine eigene Identität neben dem Comic zu schaffen. Nicht minder interessant, nur anders. Auch wurde im Trailer nun endlich das Release-Datum verraten. Die 2. Staffel soll am 3. November 2023 an den Start gehen. Jede Woche erwartet uns dann eine neue Folge. Und jetzt kommt der Downer, denn es werden nur die ersten 4 Folgen gezeigt. Die 2. Staffel wird dann ein klein wenig Pause machen und die 2. Hälfte der Staffel soll dann irgendwann im Jahre 2024 released werden. Insgesamt wird die Staffel 8 Folgen umfassen. Ein genaues Datum für die 2. Hälfte gibt es noch nicht. Bereits in Arbeit befindet sich schon die 3. Staffel von Invincible. Und Robert Kirkman nach, werden wir nach dem Ende der 2. Staffel nicht wieder 2 volle Jahre warten müssen, um in den Genuss der 3. Staffel zu kommen. In den USA wird wieder die All-Star-Cast hinter den Mikros stehen. So haben wir immer noch Steven Yeun, der Mark Grayson spricht, Sandra Oh, die Marks Mutter Debbie Leben einhaucht, Omni-Man wird wieder von J.K. Simmons verkörpert und dazu gesellen sich eine ganze Menge Neuzugänge, von denen der ein oder andere schon mal gehört haben sollte. Und für alle, die immer mal eine Realfilm-Adaption von Invincible sehen wollten, Seth Rogen arbeitet zusammen mit Evan Goldberg noch immer an einem Realfilm zu Invincible. Erst letztens erzählte er in einem Interview, dass sich der Film noch immer in Planung befindet und sich nun mehr an die Serie als an den Comic halten soll. So, habt ihr Bock auf Invincible und wer ist euer Liebling? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Bis zum nächsten Mal.